MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Neben den Evangelien geht sie fast ein bisschen unter, die Apostelgeschichte. Für Johannes Eckert, er ist Abt von St. Bonifaz in München und Kloster Andechs, war das ein Grund, sich diese Geschichte mal genauer vorzunehmen. Das hat er jetzt in seinem Buch Grenzenlose Freiheit gemacht. Dabei, sagt der Abt, geht es in der Apostelgeschichte nicht so sehr um die Apostel. Es geht eigentlich um die junge Kirche oder um die Jesusbewegung. Welchen Weg die nimmt nach der Auferstehung des Herrn, also wie der Geist Gottes vielfältig wirkt. Es sind ganz verschiedene Episoden, die es lohnt anzuschauen, weil sie auch über etwas uns heute zu sagen haben, für die Jesusbewegung unserer Zeit. Und ich glaube, das macht es so spannend. Auf 224 Seiten beleuchtet Abt Johannes die Erzählungen über die ersten christlichen Gemeinden. Die Christen machen sich auf den Weg, den Glauben zu verbreiten. Jesus selbst ist ja auch der, der durch Galiläa wandert, der sich auf den Weg macht, bis nach Jerusalem hinauf. Also das Wegmotiv ist uns mitgegeben. Und das hat eben, das heißt, es ist nichts Statisches, sondern ist ja interessant, in welchen Begriffen bei uns auch der Weg vorkommt. Wenn uns etwas bewegt, dann bringt es uns auch in Bewegung. Da sind ganz viele Wegmotive drin, die uns auch einladen, ja ganz offen zu sein, was geschieht auf diesem Weg. Für Abt Johannes ist deswegen die Apostelgeschichte eine einzige Ermunterung zum Aufstehen, schreibt er. Diese Aufbruchstimmung, dieser Mut sollte auch für Christen heute Motivation sein. Und der Abt erkennt sie auch immer wieder. Wenn man jetzt einfach mal schaut, was in den Gemeinden lebendig ist. Wenn ich sehe, dass manche Gemeinden sich engagieren, jetzt im Blick auf Menschen, die auf die Flucht zu uns kommen. Oder wenn ich sehe, wenn die Erstkommunionvorbereitung läuft, mit wie viel Liebe sich da Frauen und Männer, Jugendliche auch in die Firmenvorbereitung engagieren in unseren Gemeinden. Und da spüre ich was von diesem ursprünglichen Geist, dass der nach wie vor lebendig ist und wirkt. Und diese Kraft des Geistes und des Wortes, die sollte man nicht unterschätzen. Die Apostel trugen die Botschaft Jesu so an die Ränder der Welt. Die Ränder heute sehen anders aus. Ich finde es sehr, sehr beglückend, sehr schön, wenn man sieht, was jetzt in der Kirche in unserem Land geschehen ist, auch gerade im synodalen Weg, wo man ganz bewusst auch Menschen in den Blick nimmt, die wir als Ränder definiert haben, die sich aber nie so nicht definieren würden. Also wenn ich jetzt denke, homosexuelle Paare oder wieder verheiratete Geschiedene oder viele andere mehr. Also diese Sensibilität zu haben. Abt Johannes ist sich sicher, da wo die Menschen sich engagieren, ist der Heilige Geist anwesend, den wir vom Pfingsttag der Apostelgeschichte kennen. Mit seinem Buch will er deswegen Mut machen, damit Kirche sich weiter bewegt und weiterentwickelt. Das Buch Grenzenlose Freiheit von Abt Johannes Eckert ist im Herder Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Sie können es sich auch ganz bequem online beim Michaelsbund bestellen. Ja, auf die Frage, was uns im Leben wichtig ist, gibt es zig Antworten. Doch meistens hat es wahrscheinlich etwas mit anderen Menschen zu tun. Soziale Kontakte machen uns glücklich und tun unserer Seele gut. Andersrum heißt es aber auch, dass es uns nicht gut geht, wenn wir uns einsam fühlen. Bei meiner Kollegin Lydia Jäger geht es in der neuen Folge des Podcasts Total Sozial um das Thema Einsamkeit. Hallo Lydia. Hallo, grüß dich. Ja genau, ich habe mit Anke Finauer-Häuplein gesprochen. Sie ist Psychologin bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese München und Freising. Zu ihr kommen viele Menschen, die darunter leiden, einsam zu sein. Und zwar jeden Alters. Denn Einsamkeit ist nicht nur ein Problem, das ältere Menschen betrifft, die vielleicht ihren Partner verloren haben. Auch eine aktuelle Studie vom Statistischen Bundesamt bestätigt das. Demnach fühlt sich jede und jeder Sechste in Deutschland oft einsam. Und zwar hauptsächlich junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren. Ja, und was macht dieses Gefühl dann mit den Betroffenen? Also wie kann sich Einsamkeit auswirken?
Also erstmal muss man da vielleicht noch sagen, dass wir alle in unserem Leben wahrscheinlich mal irgendwann einsam sind. Im Normalfall wird dieser Zustand überwunden. Problematisch wird's, wenn sich das Gefühl der Einsamkeit verfestigt. Über längere Zeit kann die Einsamkeit ein Risikofaktor sein für Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen, ja und sogar auch das Risiko für Schlaganfälle, Bluthochdruck und Demenz erhöhen. Einsamkeit ist also wirklich gesundheitsgefährdend, sagt Anke Finauer-Häublein. In einer Studie wurde das verglichen mit Nikotinkonsum. Einsamkeit ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag. Das ist so ein bisschen so ein griffiger Vergleich, finde ich. Also es ist nicht ungefährlich und es ist ganz wichtig. Also wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Absolut ein sehr eindrücklicher Vergleich. Und was empfiehlt die Expertin? Das ist die gute Nachricht bei dem Ganzen, denn niemand ist zum Einsamsein verdammt. Wir haben es selbst in der Hand, da rauszukommen. Das Mächtigste, was jeder von uns gegen dieses doch sehr belastende Gefühl tun kann, ist, sich zu aktivieren, in die Selbstverantwortung zu gehen, etwas tun, anstatt sich innen zu vergraben und wirklich in die eigene Kraft kommen und wirklich rausgehen, sich trauen und nicht so viel denken. Und nicht aufgeben, wenn es nicht sofort klappt. Denn einfach so weitermachen und die Einsamkeit irgendwie zu ertragen, das ist laut der Psychologin keine Option. Konkrete Tipps, wie man aus der Einsamkeit rauskommt und neue Leute kennenlernen kann, das hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial. Hier bei uns im MKR oder auf münchnerkirchenradio.de oder einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Es gibt viel zu wenig Personal in den Kitas. Und wenn keine Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen da sind, dann können Kita-Gruppen nicht aufmachen oder Kitas müssen sogar ganz zumachen. Aber die Zukunft der Kitas steht nicht nur deshalb auf wackelnden Beinen, sondern auch die finanzielle Lage ist prekär. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Hallo Steffi. Hallo Katharina. Steffi, du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt. Personalmangel, das wusste ich. Aber dass es auch finanziell für die Kitas so schlecht ausschaut, das war mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht klar. Kannst du mir ein bisschen erklären, wieso ist das so? Finanzierung ist natürlich immer ein schwieriges Thema, aber das Problem ist, dass die Förderlogik, das Beikiebig, auf dem das alles gründet und auf dem das alles in Bayern geregelt ist, also was zahlt das Land, was zahlt die Kommune, diese Förderlogik ist 20 Jahre alt. Und auch wenn es da vielleicht kleine Änderungen gab, passt das jetzt hinten vorne nicht mehr, hat mir Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier gesagt. Momentan liegt der Deckungsgrad über diese gesetzliche Grundlage zwischen 50% und 60%. Eigentlich müsste es mindestens 70, idealerweise 80% sein. Die letzten Prozentzahlen, 20%, werden durch Elternbeiträge oder kompensiert durch ergänzende kommunale Mittel. Also sprich, die Eltern müssen mehr für den Kita-Platz zahlen. Ja, was anders als die Eltern zahlen lassen, bleibt den Kitas und Trägern im Einzelfall momentan gar nicht. Denn einspringen können ja nur die Kommunen, aber denen geht es oft selbst nicht so gut. Und so macht es jetzt auch jede Kommune ein bisschen anders. Das ist eine schwierige Situation, so Stark-Angermeier. Diese Schere der Belastung geht immer mehr auseinander. Deswegen beklagen sich zu Recht die Eltern, dass ihre Elternbeiträge steigen und steigen, weil sie genau diesen Teil von 40% oder sogar 50% kompensieren müssen. Wenn nicht vor Ort eine Kommune letztendlich diesen Defizitbetrag übernimmt. Ja, okay, das klingt jetzt auch super kompliziert, aber klar, es liegt daran, dass so viele mitwirken. Ja, genau, denn jeder kümmert sich um einen Teil der Kinderbetreuung. Und die, die quasi dafür sorgen, dass wir vor Ort genügend Kitas haben, sind nicht die, die dafür gestiegene Lohnkosten, Inflation und so weiter bezahlen, erklärt die Caritas-Vorständin. Die Betreuungsaufgabe ist eine Aufgabe auf der kommunalen Ebene. Die Rahmensetzungen werden auf zwei anderen Ebenen geschaltet, einmal auf der Bundesebene und in den Ausführungen auf der Landesebene. Deswegen hängen wir als Träger, die wir diese Aufgabe subsidiär übernehmen, mit den kommunalen Ebenen zusammen und müssten eigentlich uns mit der Landesseite an einen runden Tisch setzen und sagen,
Wie kriegen wir denn die Verteilung deutlich besser hin? Weil so kriegen wir sie auf Dauer nicht gestemmt. Okay, das heißt also, hier müssen Gespräche geführt werden, damit Kinderbetreuung in Bayern weiterhin funktioniert oder vielleicht sogar irgendwann noch besser funktioniert? Ja, genau. Und da wünscht sich die Caritas einen genauen Zeitplan. Es gibt nämlich schon die Zusage des Ministeriums, dass man was tun möchte. Aber es fehlt eben die Aussage, wann geht's los, wann soll das geschehen? Mhm. Dann danke ich Steffi dir für die Infos und für diesen Einblick, den du uns in das ja doch etwas schwierige Thema Kita-Finanzierung in Bayern gegeben hast. Gerne. Früher hieß der Mai immer der Wonnemonat, weil schon alles grünt und blüht und weil es schön warm ist. Mal sehen, ob er dieses Jahr sein Versprechen hält. Auf jeden Fall heißt er in der katholischen Kirche der Marienmonat. Warum das so ist, das klären wir jetzt bei Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute der Marienmonat Mai, erklärt von Pfarrer Stefan Fischbacher. Mai nennen wir deswegen den Marienmonat, weil im Mai die Blumen blühen und die Natur wieder so richtig, richtig frisch wird und neu wird. Im Mai entdecken wir erst die richtige Pracht und die ganze Energie, die bunte Vielfalt, die uns die Natur bietet. Jetzt ist in der christlichen Spiritualität Maria oft verglichen mit einer Blume, mit einer Rose zum Beispiel oder mit einer Lilie. Das steht für ihre große Bedeutung, die sie hat für den katholischen Glauben. Sie ist die Frau, die Gott geboren hat. Sie hat Christus zur Welt gebracht und sie hat ihn auch begleitet bis zu seinem Tod. Deswegen hat man angefangen, so vor allem im 19. Jahrhundert bei uns, dass wir den Monat Mai ganz eng mit der Gottesmutter Maria in Verbindung bringen. Da wurde dann auch 1841 die erste Mai-Andacht gefeiert und die erste Mai-Andacht auf deutschem Boden war in München in Haidhausen und dort auf diesem Gelände steht immer noch die Marienstatue und ich bitte sie dann, dass sie mir Kraft gibt, mir beisteht, dass ich meine Aufgaben bewältigen kann. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.